Marc, es gibt gute Nachrichten, was unsere Rechtsaußen betrifft. Ja, nachdem jetzt Daniel Pettersson dazugekommen ist, sind wir ja sehr, sehr froh und freuen uns, dass Robert Weber seinen Vertrag bis 2019 hier in Magdeburg verlängert hat. Ich glaube, über Robert müssen wir nicht viel sagen. In den letzten Jahren der überragende Torschütze in der Bundesliga, maßgeblichen Anteil auch an den Erfolgen, die wir die letzte Zeit feiern konnten. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass Robert sich dafür entschieden hat, hier bis 2019 zumindest zu bleiben. Und ist eben ein ganz wichtiger Faktor, kommt jetzt auch in ein Alter, wo er auch die Verantwortung mit in der Mannschaft übernehmen wird. Das hat er auch in der Vergangenheit schon getan und ganz wichtiger Baustein für die nächsten Jahre und schön, dass er in Magdeburg bleibt. Also ich denke, das ist mittlerweile nicht normal, aber man muss Spieler binden, man muss einen gewissen Stamm haben und der Verein hat mir halt zu verstehen gegeben, dass ich da mit dazugehöre und mir eben das Vertrauen ausgesprochen, eben, dass ich da auch in Zukunft sein soll. Und klar, die Verhandlungen liefen größtenteils reibungslos und ich bin froh, dass wir noch vor dem Urlaub Gott sei Dank das Ganze unter Dach und Fach gebracht haben, dass ich mich jetzt hundertprozentig auf die Vorbereitungen konzentrieren kann und natürlich auch die nächsten 2,5 Jahre bis zur nächsten Vertragsverlängerung mich da voll und ganz reinhauen kann und konzentrieren kann. Ja, das war auch für mich, muss ich ehrlich zugeben, ein Grund auch zu verlängern. Ich habe gemerkt, wie viel Spaß es macht, Titel zu holen und ich glaube, hier beim SCM ist es noch möglich, einige mehr zu holen und das hat mir halt diesen Reiz gegeben, auch hier nochmals 2 Jahre zu verlängern und dann somit auch die 10 Jahre voll zu machen hier.